Turbulenzen bei der Basler Zeitung. Ich würde der Zeitung oder den Leuten wirklich die Ohren gewackelt. Es ist bereits die beste Tageszeitung in der Schweiz mit einem ganz unabhängigen Kurs. Das ist das Projekt Blocher, dass er die Institutionen lächerlich macht. Das ist keine Objektivität. Dass das Blatt von A bis Z manipuliert. Jede Unwahrheit verbreiten. Die übelsten Mutmaßungen. Sie machen Gehirnwäsche. Die Rufschädigungen, die Gerüchte. Die Attacken, die auf die Vernichtung von Personen ausgerichtet sind. Dort ist das Programm dahinter. Die Zeitung trägt ja immer noch den Namen von dieser Stadt. Und warum wir mehr als Platz Basel für das anheben? Es geht nicht nur um Basel, es geht um die gesamte Medienlandschaft. Da braucht es auch eine gewisse Anführungszeichen Aggressivität, aber es braucht eben auch Fairness, es braucht die Regeln, es braucht eine Haltung. Und ich will nicht eine Entrüstung immer noch mitgeliefert kriegen.